Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von der Pokémon Feuerrot Blattgrün Soling Nuzlocke Challenge mit dem guten MikoXC. Guten Tag. Eigentlich wollte ich diese Begrüßung nie wieder machen, aber aus Nostalgiegründen habe ich es jetzt nochmal so gemacht. Ich spiele übrigens die ganze Zeit mit den Joy-Cons, ne? Echt? Wie hast du das? Nein. Ah, schade. Das geht aber. Das geht aber wirklich. Das geht. Ich weiß. Leider haben die. Wer Ich könnte ja auch, ich kann ja mal in die Kamera halten, boah, sieht gut, dass jetzt meine Zuschauer sehen, das ist kaum, also gut, wir gucken hin und her. Ich kann es mal hier exklusiv für diesen Part in die Kamera, das ist der Controller, mit dem ich spiele. Ich kann es ja mal exklusiv dann auch für meinen, das ist der Controller, mit dem ich spiele. Mit dem Xbox-Controller. Natürlich, Xbox One, Alter, beste. Der sieht bei dir ein bisschen staubig aus. Ah, nee, das ist der Phantom Black durchsichtige Controller, guck mal, man kann da durchgucken. Ach so, das sieht so staubig aus, so schwarz-staubig so unten. Das gehört aber so, geil, ne? Ach so. Ich würde ja gerne mit denen hier spielen. Das geht, den kannst du anschließen, tatsächlich, per USB. Einfach per USB anschließen, fertig ist? Richten wir im nächsten Part mal für dich ein. Nee, ich würde es wissen, also geht einfach nur, wird er als Xbox-Controller erkannt oder wie? Er wird als X-Input-Controller, glaube ich, erkannt, ja. Okay, das ist nice. Gut, wollen wir weiter? Wir wollen weiter, wir haben genug gelabert. So, ja. Hier wartet nämlich schon der nächste Wandererlappen auf uns, aber der, ja, der nächste gut. Dicker. Schutz wirkt nicht mehr, oh Gott, ich hasse... Dieser Tunnel ist verdammt lang. Ja. Nimm ab! Ja, da sagst du was mit dieser Tunnel ist verdammt... Hab ich heute erst wieder geguckt, ne? Julians Blog. Nimm ab! Echt? Ja. Diese Folge ist einfach legendär. Ja, die Folge ist sehr gut. Die ist sehr gut. Du verfettet der Fettfleck aus Fettstadt. Ja, genau. Die ist richtig geil. Was sagt er dann da noch? Ich stehe auf ein Mädchen und sie ist auch nicht die dünnste. Nein, wir machen hier kein Fettshaming. Kein Fettshaming. Aber Julians Blog war damals schon cool. Er hat ja sein Comeback angekündigt. Macht er nicht dieses Rap-Battle-Gedöns? Nee, hat er gemacht, das ist jetzt aber vorbei. Und er hat auf seinem Originalkanal tatsächlich ein Video hochgeladen, wo Julians Blog das Comeback heißt. Das war das erste Video seit 4 Jahren, Alter. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Naja, er hat ja viel Geld verdient mit diesen Rap-Gedöns. Ja. Was mich halt gar nicht interessiert hat, ne? Es gab zwar schon einige gute Lieder dabei, aber ich bin halt nur Fan des ersten JBBs, weil das hat wirklich am meisten, finde ich, was musikalisch und Rap-Dings angeht, hat das am meisten gerissen. Ja, aber gut, bei mir liegt es halt daran, dass ich Rap gar nicht höre, ne? Ich höre Rap nur bestimmte Rapper, also sonst bei mir ist ganz das so, wenig. Bei mir ist das halt so mit Rap. Rap ab und zu mal in einem Song eine kurze Stelle. Ja. Mehr will ich nicht haben. Also das hört sich dann meistens auch ganz gut an, aber mehr möchte ich halt nicht haben. Ich höre Rap schon ganz gerne, aber auch nur von bestimmten Rappern. Wie jetzt der Asiate höre ich gerne, weil der sehr selbstironisch rappt. Oder Matrix, weil der macht nicht diesen tu das und das mit euren Müttern Rap. Das mag solchen Rap. Deine Mutter! Genau, solche Rapper mag ich gar nicht. Der macht eher so deepere Songs. Das war's eigentlich an Rappern. Und ab und zu mal Kollega. Ich fand Kollegas King-Album ganz geil, aber alles, was danach kam, fand ich nicht mehr so gut. Ich höre keinen Rap. Also von daher sind die mir die ganzen Kollegas-Bosses und alles egal. Aber sonst höre ich halt, wie du sagst, auch gar keinen Rap. Meistens Anime oder Game-Musik ganz viel. Also Game-Musik höre ich auch extrem viel. Ich höre aber auch viel Japanisches momentan wieder. Ah, okay. Also du siehst Kaffee. Ja, also nee, alles was ich, nur so eher sowas wie von Queen und so weiter, also die Musikgruppe, die ich auf meinem Discord-Server gepostet habe, diese Lieder. Ah, okay, von ja. Von denen. Die höre ich gerne, momentan. Das ist interessant. Also das, was ich auf Discord poste, jetzt außer das von Pokémon, das sind Sachen, oder das mit Mario Maker sind Sachen halt, die ich gerne höre, ne? Ja. Und bei Discord benutze ich halt meinen Server halt auch kurz zur Ablage. Wo, damit ich einfach mal kurz, bevor ich ohne den Browser zu öffnen, kurz mal eben das Musik anmachen kann. Ja, genau. Kenn ich. Einfach reinposten da. Kenn ich. Aber ja, das lohnt sich halt schon richtig hart, manchmal in auch andere Musikgenres reinzuschauen. Aber im Moment hat mich der Endtrack von Shadow of War halt gekickt, ganz doll. Der ist richtig gut. Ja? Ja, der ist richtig geil. Der Endtrack. Wir haben eine Fluchtzeit erhalten, damit können wir kurz zwischen den Parts dann mal rausgehen. Einmal.
Willst du dann wieder hierher laufen? Ist ja nicht weit. Nee, komm, die ziehen wir durch. Felstunnel ziehen wir jetzt aber durch. Naja, wegen Attacken, ne? Die gehen ja auch weniger. Ja, aber wir haben doch Äther. 2 Stück. Reicht doch. Füllt um 10 AP auf. Einen habe ich gerade benutzt für Aquavelle. Ist deine Aquavelle schon leer? Klotwig, Alter. Der gute Klotwig, ey. Wenigstens kommt kein Albrecht mehr. Weil der Albrecht hier im Spiel war ja ein richtiger Lappen, ne? Ja. Also wirklich. Aber Klotwig war auch ziemlich scheiße, also... Nimm ab! So, müssen wir lang. Müssen wir oben lang? Nee, ich glaube, das war unten. Naja. Och Mann, Schutz. Und ein Geo-Rohr. Das nervt mich so an der dritten Gen. Ich muss immer ins Menü, um Schutz einzusetzen. Heul nicht rum! Heul nicht rum! Oh, jetzt. Ganz normal. Jetzt kommt ja die Kacke, ne? Wo wir gegen die 4 Trainer hintereinander kämpfen müssen. Ja? Weißt du, wie man sich im Gebirge nicht verirrt? Wanderer knicken Zweige immer um. Danke, Claudia. Weißt du, was verraten? Das Lustige ist ja. Das Lustige ist ja. Das Lustige ist. Wir haben hier drin als einziger für Licht gesorgt. Ja, ne? Wie kommen die eigentlich an die Stelle dahin, wo sie stehen? Kein Wunder, dass die sie alle verlaufen. Ja, ein Pummeluff. Pass auf. Ja, ja, hab schon gesehen bei dir. Deswegen habe ich hier kurz mein Bisa-Flor, mein Banzai-Chuk nach vorne gepackt. Oh, sie hat einen Taubsi, Alter. Soll ich Long Dong Silver einsetzen? Nee, ich glaube nicht, ne? Di-du-di-di. Wir müssen unbedingt unsere anderen Teammates mal leveln. Ja, aber was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Ein Man Mauzi. Hat halt bestimmte Pokémon, die für dieses Gebiet halt am besten sind. Weißt du? Für dieses Gebiet kannst du halt keine anderen Pokémon wirklich leveln. Ja, stimmt. Hast du recht. Glut, Alter. Oh, ich bräuchte endlich mal Flamp. Ich bräuchte endlich mal... Ja, er kriegt den Burn. Das war so klar, ja, nice. Und eine Flugattacke auf Pflanze. Oh, nein. Gut, aber macht nichts. Gut, dass Banzai-Chuk ein voll entwickeltes Pokémon ist, Alter. Ja, aber stell dir vor, er ist sehr stark und will Crit und so. Ja, komm. Geh weg, Alter. So, ich habe noch 3 Tränke, die werde ich alle mal auf Karpfen verwenden. Ey, das müsste sogar reichen, um Karpfen vollständig zu heilen. Ja, nice. Gut, dass wir außerhalb der Kämpfe wirklich alle Pokémon immer heilen können. Nur innerhalb von Kämpfen haben wir nur 3 Heil-Items, das dürfen wir halt nicht vergessen. Oh, hier liegt ein Pokéball. Top-Eater! Oh, nice! Das soll man so eine Pokémon-Liga aufbewahren. Haha, kannst du mich besiegen? Du Fettsack, Alter. Wollen wir ein Wettrennen machen? Wett nicht mehr schneller als du. Das ist ja keine Kunst. So, da kommt Tankenrock. Tankenrock? Tankenrock. So, Aquavelle. Aber du hast recht, Karpfen ist hier halt einfach die beste Wahl, ne? Ja. Karpfen ist auch einfach, also Karpfen und Ruto sind auch einfach unsere Nuzlocke-Killer schlechthin. Den könnten. Wieso hab ich jetzt wieder Dings da vorne? Hä, ich hab doch. Den könnten wir halt auch in der Pflanzenarena einsetzen, wenn wir Eisstrahl hätten, ne? Kann man Eisstrahl kaufen? Ich weiß es nicht, aber Eisstrahl bringt halt wenig bei einem Karpfen. Intensität 7. Hat keine Wirkung auf Ruto. Ich glaube, das war hier noch ein Flug-Pokémon. Echt? Ich glaube, ja. Ja, Wasserflug. Oh. Karpfen ist eine richtig gute Rettung gegen den 8. Arena-Leiter und seinen fucking Rizeross, ne? Das ist dir klar. Mhm. Wenn wir Karpfen verlieren, ist vorbei. Wollen wir eigentlich die Regel so einführen, dass wir nur einmal die Angeln benutzen dürfen? Die pro Angel? Karpfen versucht auf Level 30 Silberblick zu lernen. Nein! Wollen wir eigentlich die Regel machen, dass wir nur jede Angel nur einmal benutzen dürfen? Nein. Das ist Quatsch. Oder
pro Stadt auch. Pro Stadt, weil jede Stadt ist ein einzelnes Gebiet und das ist ein Encounter halt. Okay. Das heißt, wir haben noch ein Encounter. Aber wir bekommen ja noch einen Lapras geschenkt. Ein Lapras bekommen wir noch geschenkt. Wir haben noch ein Encounter in Azuria City. Wir haben noch ein Encounter in Prismania City, wenn wir da hinkommen. Und wir kriegen noch einige Encounter, ja. Stimmt, ja. Stimmt, ja. In Prismania gibt es doch so eine kleine Wasserpfütze. Da kannst du surfen oder angeln. Stimmt. Und es gibt, die Kampfarena. Da. Ja, genau, da können wir uns ja... Stimmt, wir können uns Nocturne oder Kikli aussuchen, ne? Da wäre ich halt dafür, dass wir jeweils das andere haben, ne? Pokémon-Trivia. Nocturne ist nach Jackie Chan, benannt und Kikli nach... Ich glaube, wie hieß der andere nochmal? Jet Li? Nee, Jet Li ist niemand anders, Bruce Lee. Ja, genau, Bruce Lee. Ja, genau, er war das. Hm. Nutzloses Pokémon-Wissen. Und Fleckmon hat den Gesichtsausdruck von Train beim Schlafen. Tatsächlich. Ist mir noch nie aufgefallen. Was für eine Ähnlichkeit, ne? Ja, ist heftig. Das ist übel. Und ich sehe aus, wenn ich morgens aufstehe wie Bisaflor. Da bin ich ja froh, ein Fleckmon zu sein. Du kannst Drachenwut gerne so oft machen, wie du willst. Drachenwut, sag ich schon. Du kannst dein Heuler gerne so oft machen, wie du willst. Das macht an der Drachenwut halt einfach gar nichts. Nicht mal festen Schadenswert? Spezial ist das, ne? Drachenwut hat einen festen Schadenswert von 40. Nein, ich hab die AP sind leer. Was mache ich jetzt gegen den? Ich muss irgendwas. Du hast AP bloß. Gib doch, du hast AP-Dings. Ich geh zu Unkraut. Ja, mach du mal, ne? Hast du den schon besiegt? Ja, easy going. Nee, jetzt kommt die Stelle mit den 3 oder 4 Trainern. Ja. Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Warum das denn? Ich denkst, ich will fummeln oder was? Konfusion, war klar. Wäre ich mit Oh nein. Oh ja, ich krieg die. Es war einfach so klar, dass die mit Pflanzen-Pokémon hier aufkreuzt. Und Karpfen verletzt sich selbst. Ja, nice, du. Du dummer Fisch, Alter. Du Fischgesicht. Was kannst du? Danke, Karpfen. Kratzer, Sandwirbel, Schlitzer. So, sehr schön. Komm, du bist Killer. Ah, gut, dass du mir das sagst. Dann kann ich mal kurz zu... Stachelspore. Ja, nice. Es geht wieder von vorne los. Das ist doch super. Habe ich Paraheiler? Ich würde sonst keinen Paraheiler vernehmen. Weißt du, ich krieg gerade eine E-Mail. Da steht drin, ja. MikuXC hat getwittert. Das wollen sie einem doch nicht erzählen. Dein Splatoon-Post... Ich habe getwittert? Dein Splatoon-Post von vor 3 Tagen oder so krieg ich jetzt eine E-Mail von... Das, meine Güte. Alter. Heftig. Es ging übrigens um Splatoon Krass. 3, Leute. Die Entwickler sagen, angeblich befindet sich da noch nichts in Planung. Das können sie nehmen. Warte mal. Schaufler ist stark gegen Pflanze, oder? Pflanze, Boden, nicht sehr effektiv. Okay, nicht. Ja, manchmal bin ich verwirrt. Manchmal bin ich da ein bisschen dahin. Oh, mach doch nicht diesen, der Angriff dauerhaft. Setz einfach Ruckzuckhieb ein, da. Ruckzuckhieb ist eine Prio. Dann greifst du eh zuerst an, egal ob du Para hast. Juckt doch dann kein Mensch. Weil er nicht, weil. Kommt Ruckzuckhieb immer durch? Nein. Die Para kann kicken, aber. Juckt ja nicht, wenn du eh mit Ruckzuckhieb eine Prio hast. Pipi. 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 Du Flexi. Pipi ist bei mir gerade tot. Oh, oh. Uff. Duplexieb macht zum... Nagaline ist gar nicht so schwach, wie du gedacht hast, ne? Ist halt ja trotzdem eine Ratte. Ja, na klar, es ist eine Ratte. Kannst ja wohl schlecht was daran ändern, was es ist, aber es ist halt doch schon stark. Gar keine Frage. Es war zu dunkel. Kannst du mit mir in Darkroom kommen? In Darkroom. Ich werde trotzdem Paraheiler wieder benutzen, weil es nervt halt auf Dauer, ne? Ja, definitiv. So, Karpfen bitte einmal auf... Habe ich einen Trank eigentlich? Ja, elf super Trinkel. Komm. So, weiter geht's. Du bist jetzt Pokémon, lass uns kämpfen. Was hat sie? Was hat sie? Ich guck gerade.
4 Pokémon und sie hat einen Taubsi. Taubsi. Oh. Da kommt Orko-san 1. Oh, Orko-san, wir trauern immer noch um dich. Und um Orko-san 2. Ibitak hätte so krass werden können, aber dann habe ich es halt umgebracht. Erwähnen Orko-san nie wieder. Aber wir haben noch Orko-san 3. Haben wir, ja. Und Pudding. Und Pudding. Pudding und Orko-san 3 sind die gleichen. Ne? Oh, Spongy tötet hier jetzt gerade wieder alles. Oh, ein Knuffenser, Alter. Knuffenser, Knuffenser. Da seht ihr Ninis Gesicht, wie er aussieht beim Schlafen. Knuffenser. Ja. Er klebt mit dem Mund am Bett, weißt du, deswegen so diesen Mund, diese Form. So. Ja. Nur Spaß, nur Spaß, Nini. Nimm das nicht so ernst. Wir haben eine Perle gefunden. Du hast eine Perle gefunden, was macht die denn im Spiel? Ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß es nicht. Oh, mach doch nicht Stachelspore. Oh, mach doch nicht diesen, Alter. Mach einfach Ruckzuckieb, dann ist das Ding tot. Sei froh, dass du mit Nagaline eine Brio kannst, Alter. Alter, Spongy rasiert gerade, der macht alles One-Hit. Ja, du musst Spongy eh noch auf Level 36 bringen. Ja, unbedingt. Der muss unbedingt zu Glurak werden, Alter. Sonst wird das noch widerlich werden. Ich möchte ihn, ich möchte ihn gerne vor der vierten Arena zu einem vollentwickelten Glurak haben. Ja, auf jeden Fall. Und dann am besten noch Flammenwurf. Flammenwurf ist nämlich das bessere Feuersturm. Ja? Ja, ja. Flammenwurf. Feuersturm trifft drauf daneben. Richtig. Genau, das ist nämlich der Springer. Habe ich noch einen Schutz? Please? Wusstest du, dass Glurak, glaube ich, in der dritten Generation noch nicht fliegen erlernen kann? Wer, Glurak? Ja. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war so. Oh, hier ist ein Schild. Wir sind im Ausgang. Felstunnel, Azuria City, Lavandia. Ist hier noch was? Nö. Auf geht's. Warte, warte doch. So, ich bin raus. Ich warte hier vor der Tür auf dich. Guck bei Miku. Okay. Bei ihm geht die Action gerade ab. Er kämpft gegen Boy. Gegen Boy? Gegen den Boy kämpft er. Gegen den guten Boy. Nice. Ach ja. Der gute Boy, Alter. Oh, ich dachte schon, da will wieder Stachelspore. Was ist denn mit dieser Höhle hier los, ey? Überall Stachelsporen, ne? Ja, ist echt heftig. Und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Höhle kürzer ist als damals im Original. Nee, wir können uns nur mit den Turbo-Tretern schneller bewegen. Meinst du, das ist das? Ja, das ist das. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine... nee, lohnt sich eine Soling Nuzlocke zu Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli? Nee, ne? Das lohnt sich nicht. Das Let's Play ist noch nicht lang genug her. Das meine ich nicht. Ich wollte einfach, ob sie in die Kommentare schreiben, ob ihr auf sowas Bock hättet. Ach so, ja, nee, Pokémon ist ja in allgemein noch nicht lange genug her, das letzte Mal. Ohne wilde Kämpfe ist das halt, ne, nicht so geil. Ja. Du kannst gegen die kämpfen, hier. Ach, da ist ein Item. Eigentlich müsste ein Item sein, ich weiß auch nicht. Nanabeere. Ja. Nanabeere. So, dann kämpfe ich gegen diese Spasten hier. Mach das. Boy hat übrigens wieder ein Item. Ich fühle mich von vielen Wanderern erschöpft. Na, was ist es? Ein Sonderbonbon. Der ist so nutzlos, Alter. Aber immerhin, Sonderbonbon. Wann hat man denn sowas? Naja, komm, ich hab ein AP Plus gekriegt. Ja. Spongy ist fast Level 31. Ja, Taubsi, komm, setz Ruckzuckieb ein, weißt du? Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Wahrscheinlich wohnt die in Lavandia, weißt du? 10 Meter ja, raus echt, vor der so Tür. Ja, so 10 Meter raus. Hauptsache, kurz mal für einen Post auf Twitter-App, auf Instagram einfach mal kurz ein Foto von der Natur und sich selber mit einem Selfie gemacht. Oh, oh. Und dann sagen wir, ich bin erschöpft. Tauboga, Alter. Tauboga, Was mache ich gegen Tauboga? Sollst es töten. Hier bleibe ich nicht mit Spongy drin, das ist mir zu riskant. Ich gehe zu Karpfen 2. Ich wechsle nicht, das geht. Dann kriegt er erstmal einen Intimidate rein. Nein, Wirbelwind! Yuki wollte auch mal. Yuki vorkommen. Gegen Yuki? Okay.
Windstoß macht halt bei von dem gar nichts, ne? Ja, jetzt macht er auch Ruckzuckieb. Oh, das war ein Crit, Alter. Jetzt, ich dachte, jetzt kommt von Miko nur wieder, mach nicht diesen. Nee, ich hab nur geguckt, weil dein Taubuga ist mir scheißegal, ob es stirbt. Alter, dann geht dir dein Nagaline flöten, eins deiner stärksten Pokémon im Moment. Passiert halt, ne? Das wäre schlecht. Das ist einfach eine Rache für Orkusan, mehr ist das nicht. Wieso eine Rache für Orkusan? Nagaline ist voll krass im Moment und Yuki ist halt voll scheiße eigentlich. Oh, kacke. Ich kann Metallklau, soll ich das Risiko eingehen? Nein, wenn der Intensität kann, ist das mein Ende, Alter. Oder noch besser, Erdbeben. Erdbeben, jo. Kann er, glaube ich, nicht. Das wäre zu früh. Aber er kann Steinwurf. Das ist sehr effektiv auf Karpfen. Mach nicht diesen jetzt. Jetzt geht uns noch Karpfen krepieren, Alter. Dann müssen wir schon wieder ein neues Karpfen holen. Aber wir können uns hier die Superangel holen. In Lavandia. Die ist unter Lavandia, ja. Dann könnten wir in den anderen, sobald wir fliegen haben, könnten wir uns noch unsere anderen Wasser-Encounter holen. Mhm. So, war das der letzte? Ich gehe nochmal auf der anderen Seite lang, bevor ich da runterspringe und nie wieder hochkomme. Nee, hier ist noch ein Trainer. Natürlich, hier ist noch so ein Fettsack, Alter. Da kannst du runterspringen. Klar ist das noch ein Fettsack. Da kannst du runterspringen. Was hat er für ein Pokémon? Ach so, ein Onix. Ein Onix. Eine Kackschlange. Ja, mit ihren Kackbrocken. Aber gut, da haben wir eine Festung auch in zwei Parts. Finde ich ganz, gar nicht ganz angenehm. Jetzt verreckt Karpfen, weil er Steinhagel einsetzt. Ne? Dann raste ich aus. Härtner kannst du gerne machen, du Lappen. Das steigert nur deine Death. Du Trottel, ich kann Aquawelle. So, das war's. Was hat er noch? Ein Georock. Ein Georock. Oh nein, der kann in meinem Face explodieren. Ich habe keine Wasserattacken mehr, ne? Hier werde ich jetzt tatsächlich mal ein Heal-Item einsetzen. Sicher ist sicher. Ein Igler. Mach mal. Da wird 28 ist meine Route geworden. Sehr gut. Drachenwut. Ich kann mir klar denken. Alter, ziehe das mal rein. Der KP-Unterschied von deiner Ruto zu meiner. Ich habe 10 KP mehr. Ich auch noch einer. Und bin 2 Level höher nur. Da ist noch einer. Der Freak hier. Das ist der Unterschied, wenn man sein Karpador mit Sonderbonbon gelevelt hat und ich habe da die mit EVs und DVs gelevelt. Noch so ein Lappen, Alter. Dann, ist ja egal. Dann heile ich mal Spongy. Ja, die EVs und DVs sammelst du halt jetzt gerade, ne? Eben. Hat der ein Tragosso? Ja. Meinst du, ich sollte mit Spongy drinne bleiben? Und ein Fleckmon. Sollte ich mit Spongy gegen Tragosso drinne bleiben? Ja, warum nicht? Ich bin 11 Level. Und ein Fleckmon. Ich bin 11 Level höher. Er wird mich schon nicht umbringen. Er macht nur Rutenschlag. Das juckt mich halt wenig. So, er heult. Dann geht der Part auch schon 25 Minuten. Die nächsten Parts werden wieder kürzer, Leute. Ja. War jetzt nur wegen der Höhle, ne? Genau, war jetzt nur wegen der Höhle. So, hier gehe ich raus zu Karpfen. Gut, dann sind wir in Lavandia angekommen, ne? Ja. Also du... Ich jetzt Pokémon-Zelle rein. Ich noch nicht. Und heal mich. Und im nächsten... Schutz wirkt nicht mehr. Perfekt. In der Mitte vom Top-Dings. Nice. Und ich werde mich hier offscreen nochmal healen. Und wir werden Fabi austauschen mit unserem Macholo. Und mit was unserem wir auch noch leveln werden. Kleinstein und, wird übrigens genau. Dann schon ein Geowatt sein. Ja, ich weiß nicht, ob Macholo schon zu Machok wird. Mal gucken. Per Tausch. Machok wird, muss man nicht tauschen. Machomai. Du musst Machok doch tauschen. Macholo? Nein, Macholo entwickelt sich so zu Machomai. Ja, Macholo entwickelt sich zu Machok. Machok musst du tauschen. Meine ich ja. Nee, Machok muss ich nicht tauschen. Bist du sicher? Also ich muss Macholo nicht tauschen. Nee, Macholo nicht, aber Machok. Machok muss man tauschen zu entwickeln, ja. Genau.
Ja, das werden wir dann tun, aber ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Wir haben wenn wir tauschen, dann kannst du nämlich so ein Geowatz haben vielleicht. Richtig, und du ein Maschok, Alter. Dann, das wären richtig krasse Typen, ne? Die werden ja, mal gucken, wie wir, das mit tauschen, wie wir das mit dem Tauschen hinbekommen. Und mal gucken, wie wir das mit dem Leveln machen, weil unsere anderen Pokémon sind halt schon richtig unterlevelt. Uff, vielleicht leveln wir die jeden 5 Level höher auf Level 29. Wir gucken mal. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch das dann nicht gefällt, falls wir es gemacht haben. Im nächsten Part dann aber, nur mal gucken, ne? Aber ich würde dann sagen, bis dann und ciao! Ciao! Vielen Dank, dass ihr bei diesem Part von Pokémon Feuerrot und Blattgrün Soullink Nuzlocke mit Mico XC zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wenn ihr noch mehr von Pokémon Feuerrot und Blattgrün Soullink Nuzlocke Challenge mit Mico XC sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier ist der nächste Part bei Mico XC. Wenn ihr nichts mehr von mir oder Mico XC verpassen wollt, dann drückt doch auf die Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüss!